Moin moin meine lieben Leute und willkommen zurück hier zu einer weiteren Folge Dragon's Dogma für die Switch. Und wir waren gerade unten in diesem Grabenbruch und wie ihr bei der letzten Folge sehen konntet, hatte ich da keine Chance gegen Tentakel. Jetzt bin ich aber rausgerannt da und das Gute ist, obwohl meine Gefolgsleute gestorben sind beim Rausrennen, sind die dabei. So. Diesen speziellen, ihr könnt ihr so Vorgaben mitteilen, wie er sich im Kampf und auf Reisen zu verhalten hat. Außerdem könnt ihr euren Hauptversein anweisen, wie ihr angesprochen werden möchtet. Aha. Das testen wir doch mal. Was kann man denn da machen? Do you favor a pawn who puts safety above all else? Or one who watches over your safety arisen? Er soll beschützend sein, auf jeden Fall. As you wish, I shall be your shadow arisen. With anything daring to attack you, my main target. Ah, sehr gut. Ah, okay, das ist ja cool, dass man machen kann. Speak or remain silent as the situation demands. Would you have me continue in this way, Master? Soll ich jeder Situation zu sprechen oder zu schweigen? Würde ich sagen, sie soll ruhig ihre Kommentare abgeben, vielleicht ist es ja ab und zu hilfreich. As you wish. I will attempt to be more talkative from now on. My all is yours to shape, Master. Hier bestimmt mein Wesen her. Wie soll ich mein Leid kundtun, sollte ich mich ein tödlicher Hieb treffen? Momentaner Ton gewöhnlich. Starkraft, Wortkraft, gewöhnlich, bleibt wie ihr seid. Angriffslustig. Die Ausrüstung der Seilen wurde geändert. Okay. Zuversichtlich. Okay, jetzt haben wir den geändert. Das ist natürlich cool. So, aber jetzt müssen wir zurück, denn wir müssen jemandem Bescheid sagen, was hier unten in Grabenbruch vor sich geht. Und das machen wir jetzt, indem wir hier hochgehen, glaube ich. Ist er doch schon. Reden wir mal mit ihm. Licht der tiefsten Tiefen, sagt ihr? Stehe. In truth, even we pawns know precious little of the Everfall. Wir wissen nur sehr wenig über den Grabenbruch. I can say with utmost certainty though, the light you speak of is newly come. Ich glaube, ich werde aufhören, das zu übersetzen. Es steht ja da und ich finde die englische Sprachausgabe ziemlich gut. Also, ihr könnt es ja lesen. Von daher, Juni, hört es gut. We cannot know if this small aberration will give rise to great calamity hence. But the chance enough is called to take action. We shall redouble our efforts here and keep vigilant for further signs of change. Yes! I've gained quest knowledge. Okay. Gut. Hier gibt es ja auch noch ein paar Quests. Wurden wir alle mitgenommen, glaube ich, ne? Die gierige Meute bezwingt 15 Schattenwölfe, den wir mit. So, schauen wir uns mal, was wir jetzt machen können. Wir haben ja relativ viele Aufträge. Also, können wir das mit den Dieben machen? Nö, warte mal. Die gierige Meute. Die Ungeheuer breiten sich von Tag zu Tag aus. Versuchen wir, die Schattenwölfe anzugreifen. Der Abwesen tötet 45 Hasen. Region ganz gewöhnlich. Okay, das sind so Sachen, die kann man nebenbei machen, wenn wir draußen sind. Schwestern in Gefahr, bezwingt zwei Oger. Okay. 36 Skelette. Okay, dann machen wir die gierige Meute. Obwohl, wann mal? Der Lärm der Freude macht. Wir machen das mal. So. Und dann gehen wir nochmal raus. Oh, Sir Duncan will was von mir. Sprecht. Are you the Arisen? I bring a message from the Duke himself. Okay. His Grace has judged your feat in slaying the Hydra most laudable. To honor your noble works, you are hereby welcome to the Worm Hunt. You may now accept orders from Sir Maximilian, Captain of the Hunt. Bring this writ to Sir Maximilian outside the castle gates. He will instruct. That document confers the status of hunter upon you. Carry it on your person always. Okay. Gut. Mehr Aufgaben, mehr Aufgaben.
You can summon pawns as necessity demands here at the Pawn Guild. Beyond those gates lies the Duke's castle, I'd warrant. Warte, wieso konnte ich denn diese? Wieso wurde das Netz abgebrochen? Ich nicht. Okay, wahrscheinlich kann man irgendeine nicht weitermachen, aber wir müssen auf jeden Fall jetzt erstmal versuchen, einen Reisestein zu finden, denn sonst können wir uns nirgendwo rausreisen. Habe ich erfahren von jemandem hier bei YouTube, einem Zuschauer. Das wäre natürlich sehr cool. So, was hat er denn für ein Problem? Bitte, bitte nicht. I know it is not a matter fit to thrust upon a passing stranger, but please, I ask only that you listen. Ja, ich höre dir zu. Thank you, sir. This child is my son. Was my son. His heart stopped not a few hours past. Oh. Always weak, his sweet heart, since he was but a babe. I had long known he would not live long, but to see it, to watch him slip from my grasp, I am left with naught but rage at my impotence. Hey? Fain to try any means that I might to bring him back, I look to magic, even curses, anything to bring him back to me. I know it for madness, but still here. Pray, the first of those stones, I bought from a merchant my son and I passed in our travels. He spoke of a powerful magic within it. Gather rocks such as this together, he said, and even the dead shall wake. Okay. Not that I am one to blindly believe in such tales, mind. Yet still, I thought there no harm in trying. Niemals schwarze Magie. And so I searched. But by the time I found a second, the whole pursuit rang hollow. Is a vain hope to seek immortality in such trinkets, I know. I felt a fool for having ever believed it. Lazarussteine sind wundertätige Gegenstände, die euch selbst und jeden anderen wieder zum Erleben erwecken können. Jeder Lazarusstein ist wertvoll, die Splitter sind schwer zu finden und jeder Stein kann nur einmal eingesetzt werden. Damit genügen Splitter und sie werden sich von selbst zu einem kompletten Stein zusammensetzen. Okay, einen Lazarusstein reinbringen, damit er seinen toten Sohn wiederholen. Even now, the people worship him as their savior. So, also wir brauchen erstmal einen Reisestein. Wo können wir den einkriegen? Wo könnten wir einen Reisestein bekommen? Bestimmt in irgendeinem Handels... obwohl mir wurde gesagt, es ist in meinem Lager drin. The enlistment corps scours the land for soldiers to man the frontier homes. Dann gehen wir erstmal da rein wieder in unser Dorf. Da hinten. Gut, dass man hier draußen Ausdauer an Mass hat. Eine Straße. Die okay. Wie rein? Achso, und wir wollen ja nicht raus, wir wollen ja drinnen bleiben. Aber wir müssen jetzt irgendwie gucken, ob wir irgendwo diesen so einen Reisestein herbekommen, weil nochmal in so eine Falle will ich nicht geraten, dass ich unten drin bin und jahrelang versuchen muss rauszukommen. Oh. Muss doch hier eine Taverne geben oder sowas, ne? Huch. Guck mal. Also. Schwarzes Brett. Vasallengilde, das ist da, wo wir gerade eben waren, ne? Ansoren. Ah, okay. Können wir einen noch rauszoomen? Viel weiter kann man nicht rauszoomen. Was ist denn hier? Lass uns mal da hin. Wie kommen wir denn da hin? Ah, okay. Irgendwie verehrt hier. Wir wollen ja dahin. Da. Gerade sehen. Super. Kommt denn mehr her, ihr? Schon Leute.
Ah, müssen wir da hoch, warte. Da geht's längs. Genau, hier war der Marktplatz. Wir müssen mal gucken, ob wir denn irgendwo hier was. Irgendwo das Inn finden, die Taverne sozusagen. Hier, oh, ich. Gasthaus, okay. The inn offers a clean bed, but it deals in vocations and skills besides. If you're newly come to the capital, have your pick, any you like. Verwaltung des Lagers da. Entnehmen. So, was ist das denn da? Liftstein? Liftstein? Ein Stein, der den anderen zurück zum Eingang der Insel Finstergrim befördert. Ewiger Reisestein, da ist er doch. Auch mit. Und wer hier drin? Lockender Weihrauch. Was ist denn hier? Tierrad der Erleuchtung? Was haben wir das da bekommen? Gewand der Erleuchtung? Wallende Kleidung? Okay. Rücken. Stichwiderstand. Die Ärmel eines Erweckten des Altertums. Okay. Hier, was ist das denn? Ring des Schwertmeisters? Des Dolchmeisters? Oh, des Dolchmeisters klingt doch gut. Ring des Stabmeisters, gehen wir mal Luke, oder? What will it be today? Okay, also das ist jetzt Schanzen, da werden wir uns mal kurz den Ring einverleiben. Ring des Dolchmeisters, guck mal, da gibt es ja schon ein bisschen höher. Och! Das hier? Ring des Schwertmeisters, achso, das ist für den anderen. Hier für Rook. Geht nicht, kann ich nicht ausrüsten, okay. Gut. Ja, warte mal, da kommen wir nochmal. Elektra. Ring des Schwertmeisters. Kann sie haben? Okay. Ring des Stabmeisters. Nicht okay. Aber dann könnten wir nochmal ganz kurz gucken bei der Ausrüstung, weil wir haben ja die ganzen Leute bekommen. Die vielleicht bei der Rüstung was machen können. Oder wird sie auf jeden Fall ein bisschen stärker? Aus. Ihr Körper. Guck mal. Ein Magier, das ist die Erleuchtung. Okay. Königengewand. Nonnen. Oh. Gehen wir das Lad an. Wenn nicht. Scheint ein guter Schutz zu sein. Nämlich, wenn ich mich jetzt nicht irre hier, was ich alles lese. Gut, Baruch. Mal Baruch mal angucken, was er da so antragen kann. Da haben wir. Das ist auch nicht schlecht. Da. Abwehr ist natürlich besser bei ihm. Ein Hilfsvasallen kann dieser Gegenstand nicht gegeben werden. Ach so, den Hilfsvasallen geht das nicht. Okay. Das ist natürlich schade. Aber vielleicht können wir denen das hier geben, dann. Das ist ja schade. Na gut. What will it be today? Ruhen wir uns mal kurz aus. So, bis zum Morgen bleiben wir. Okay.
So. Jetzt gucken wir mal, was machen. Achso, wer das Let's Play verfolgt, gerne verfolgen. Also es, ich habe kein besonderes Ziel. Das heißt, ich gehe jetzt nicht nach der Reihe alle Quests durch, sondern ich nehme das, was so passt und was Spaß macht und versuche der Hauptstory so ein bisschen zu folgen. Aber ich finde schon ganz angenehm, wenn man nicht immer alles super schnell machen will und alles fertig werden. Also ich werde mir schon ein bisschen Zeit lassen beim Spiel. Das heißt, es wird ein langes Let's Play und ich hoffe, es stört euch nicht, so viel. Weil ich finde das bei so einem Rollenspiel immer so ein bisschen ärgerlich, wenn man dann einfach nur durchhuscht, oder? So, wir müssen mal ganz kurz gucken, was für eine Quest wir jetzt nochmal haben. Die gierige Meute könnten wir machen. Noch auch jetzt die letzte Quest bekommen, was war das? Was ist das? Schiff der Nation, gebt ihn Austin, das können wir nicht. Gebt Celine Königslorbeer, um Kräuterbierdestillat zu erhalten. Ihr findet. Wir schaffen es noch nicht. Wo war denn die Quest? Wo wir. Naja, gut. War die nicht dabei? Achso, die Nachricht von Quincy, jedem Verschwinden hat euch tief erschüttert. Sucht den Dorfplatz und findet heraus. Okay, die können wir nicht mehr machen. Naja, ist nicht so schlimm. Achso, wir müssen zwischendurch auch mal speichern, sonst werden wir gleich gearscht, wenn wir nichts mehr machen können. So, wir gucken jetzt einmal, ob wir noch irgendwie draußen was machen können mit unserer Quest. Die zeigt ja an, wo wir hin sollen. Gehen. So, das schwarze Brett haben wir. Hier kann man sich mal umkleiden lassen, wenn man will. Da geht's raus. Vor den Toren wartet ja eine Wache. Wir können theoretisch hier mal rausgehen. Das machen wir jetzt auch einfach tatsächlich. Lass mal gucken. Ein bisschen langsam sind die Vasallen ab und zu, das nervt ein bisschen. Gerade so, wenn man irgendwo drin ist und die nicht hinterherkommen, wo man die ganze Zeit hofft, dass da irgendwas passiert, werden die dann dauernd umgehauen. Das ist ein bisschen blöd. Ah, der Erweckte. Glaubst du? The dragon took wing toward the mountains in the north, they say. Okay. Von Norden ist er geflogen. So, wir werden mal gucken. Ich muss auch ganz kurz auf die Quest nochmal gucken. Denn wir können die Gierigen mal 15 Schattenwölfe. Also, wir gucken uns das mal an. Ja, die Ungeheuer breiten sich von Tag zu Tag mehr aus. Schon der halbe Norden ist von Schattenwölfen bevölkert, die ihre normalen Verwandten sowohl an Größe als auch grausam weit übertreffen. Trotzdem sterben auch sie unter der Klinge des Schwertes. Geht und macht ihnen gar aus. Umgebung der hexlosen Manse. Also, ist ja nicht hier, aber wir können ja gucken, wo wir Gransys. Ah, also, da können wir ja mal gucken. Ganz Gransys. Hm? Hasen können wir auch machen. Sind wir auf jeden Fall hier draußen irgendwo? Dann gehen wir hier ein bisschen rum. Mal gucken, was es hier noch so gibt. Achso, wir müssen ja auch mal gucken, dass wir. Leuchtet doch irgendwas? Seelenheil. Okay. Okay, Goblins, Kobold habe ich jetzt nicht gesehen. Oh, hinten steht einer, okay. Gehen wir jagen. Goblin!
Okay. Oben sind noch welche. Oh, hat ihn weggeballert. Ole? So. Die noch mal kurz mitnehmen hier. Und da schnetze ich mich jetzt auch mal kurz durch. Eieieiei. Das macht schon wieder Spaß, denn, wenn man so durchmetzeln kann. Gut. So, gucken wir mal kurz auf die Karte. Ja, das ist die Bewegung des Berges. Hier ist Grenzes. Wir müssen uns ein bisschen erforschen hier alles. Wir überall mal irgendwie auch irgendwie hinkommen. Das lassen wir uns jetzt mal machen und versuchen. Wir machen jetzt mal ganz gemütlich diese Hasenjagd. Ein paar Hasen finden. Sowas halt. Wenn wir mal ein paar Hasen hier rumlaufen, dann können wir die mit dem Pfeil und Bogen abschießen. Ups, da wollen wir lieber nicht runter. Termitenhaufen. In so einem Büffel. Okay, warte. Ah, guck mal, Fleisch. Ah, sehr gut. Dann können wir ein paar Büffel erlegen. Sicher auch dafür Hörner. Ich weiß nicht, ob es von den Büffeln die Hörner gab. Immer mal Fleisch gemacht. Genug. Auf den Grill werfen, ist ja gerade die Saison auch wieder. Ich jetzt hier irgend so einen Bauern hier gehören und ich die jetzt die ganzen Kühe kille. Natürlich auch ein bisschen fies für ihn. Lass mal in Ruhe jetzt. Ich erkundige mich erstmal, wir gehen mal ein bisschen hier durch, gucken uns alles an, ne? Man muss ja auch die Gegend so ein bisschen kennen. Das macht ja auch keinen Sinn, wenn wir jetzt hier... Oh, da war doch irgendwas. So. Nochmal. Jetzt hat keine Ausdauer mehr, das ist natürlich auch dumm wieder von mir. Also in der Stadt habe ich genug Ausdauer, bloß hier halt. Hält hier sind Grenzen. Geht. We share these roads with traveling peddlers, guardsmen and other folk. Wir gehen mal überall hin. Da geht's ja auch raus, da können wir auch mal rausgehen. Da hingehen. Mal sehen, wo uns das hinführt, so. Das war mal eine Schlossmauer bestimmt. Wo steht eine Wache oder ist es ein Gegner? War has not been kind to this place. Da oben. Holt sie euch? Oh, warte mal. Wir speichern mal kurz. Uns holen wollen. Speichere ich lieber nochmal ab vorher.
Dann komm her, du Philosoph. Wo sind denn? Ja, du Spacko. Jetzt kriegst du den Rest ab, pass auf. Kleiner Geldbeutel, ja. Aber warum sagt er, ich dachte, da kommt diese ganze Horde, die uns erledigen will, aber das war nur so ein einfacher Dieb. Dumm von ihm. Oder? Also ein paar... Oh Mist. Oh! Halt! Nehmen wir schnell was hier. Au! Och, verdammt. Da war ich aber zu mutig. Okay, man muss auch sagen, man muss auch wissen, wer man verloren hat, muss man wissen, ne? Da waren auch so viele auf einmal von hinten noch, ne? Ich dachte, das wären nur die kleinen drei da gewesen. Da waren schon so einige. Also jetzt kommt erstmal der Typ von da oben wieder, oder was? Tatsächlich. Ja. We have triumphed. There's no way we could have lost to that. Von hier? Those walls must be a great comfort to those who dwell. Gut, also da drüben waren die anderen Gegner. Wenn es auch noch welche, müssen wir ein bisschen aufpassen. Wir sind hier. Drin? Times are odd indeed. Okay. Dann sind ja auch noch, haben wir alle auf einmal gerannt. Wir müssen uns ein bisschen. Ah, okay, von hinten, ne? Okay, ich muss mich ein bisschen an den Kampf, an die Kampfmoves gewöhnen hier. Aber das machen wir beim nächsten Mal wieder, weiter. Ich muss mich erstmal ein bisschen in die Kämpfe rein fokussieren. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis dahin, tschüss.